Das Spiel Bibi Blocksberg Hexenkugel ist spielbar für 2 bis 5 Personen und bei Schmidt Spiele erschienen. Es beinhaltet die Hexenkugel, die in bunten Farben leuchten kann, 16 Chips in 4 verschiedenen Farben, also 4 Chips pro Farbe, und 20 Hex-Hex-Karten. Zuallererst muss die Hexenkugel aktiviert werden. Dazu stellt man den Schalter auf der Unterseite auf On. Die Hex-Hex-Karten werden gut durchmischt und als Stapel bereitgelegt. Je nach Spieleranzahl werden die farbigen Chips rund um die Hexenkugel in der Mitte des Tisches ausgebreitet. Sie müssen dabei aber für jeden Spieler gut erreichbar sein. Bei 2 Spielern wird von jeder Farbe 1 Chip ausgelegt, bei 3 Spielern von jeder Farbe 2 Chips, bei 4 Spielern von jeder Farbe 3 Chips und bei 5 Spielern von jeder Farbe 4 Chips. Es liegt also immer 1 Chip pro Farbe weniger aus, als Spieler mitspielen. Der jüngste Spieler beginnt und aktiviert die Hexenkugel, indem er darauf drückt und laut Hex Hex sagt. Alle Spieler spielen gleichzeitig und beginnen nun mit ihren Händen über die ausliegenden Chips zu kreisen. Hex, Hex! Nachdem das Lichtspiel der Hexenkugel nach einiger Zeit stoppt, müssen die Spieler jetzt schnell zuschlagen und versuchen, einen Chip zu bekommen, der farblich dem Licht der Hexenkugel entspricht. Da ja immer ein Chip weniger am Tisch liegt, als es Spieler gibt, wird hier jedes Mal ein Spieler leer ausgehen. Bei diesem Spieler wird nun der Abwehr-Hexspruch aktiv. Dieser deckt die oberste Karte des Stapels auf und macht die dort abgebildete Aktion nach. Anschließend legt er die Karte vor sich ab. Mögliche Aktionen könnten hierbei folgende sein. Watschle im Kreis und schnattere dabei wie eine Ente. Oder zerzause deine Haare und spiele so bis zum Ende weiter. Die Chips, die sich die Spieler schnappen konnten, werden wieder zurück in die Tischmitte gelegt. Anschließend aktiviert der nächste Spieler im Uhrzeigersinn erneut die Hexenkugel. Das Spiel endet, sobald der Kartenstapel aufgebraucht ist. Am Ende gewinnt der Spieler, der die wenigsten Hex-Hex-Karten vor sich ausliegen hat. Bei einem Gleichstand entscheidet die Hexenkugel. Diese wird dann ein letztes Mal aktiviert und derjenige von den Spielern mit dem Gleichstand, der als erstes den Chip dieser Farbe erwischt, gewinnt.